Hallo Leute und herzlich willkommen zu den Varo News von Tag 11. Heute ist wieder einiges passiert, denn heute wollte Phazon Ahri snipen. Leider ist ihm das aber nicht ganz gelungen, sodass er ja leider eine Folge damit quasi verschwendet hat, Ahri zu suchen. Dann gibt es noch eine Ankündigung, und zwar hat Let's Phil und Dr. Banks ganze 4 Goldäpfel in einer Folge gecraftet und sind damit das stärkste Team aktuell, würde ich schon behaupten. Sie haben eine Full Diamond Rüstung und haben generell ein super krasses Schwert und sind auch gute PvPler. Des Weiteren gab es heute wieder einen Strike, den aber heute Logo bekommen hatte. Und zwar hat er kurze Zeit einen Shader verwendet beim Connecten auf dem Server. Dadurch werden natürlich seine Koordinaten veröffentlicht und es könnte natürlich wieder in der Zukunft relativ interessant sein, weil ja einige Teams da drauf lungern quasi, dass andere Koordinaten geöffnet werden, veröffentlicht werden. Des Weiteren gab es einen weiteren Strike für EasonLP, der 4 Folgen im Voraus vorproduziert hat und es ist laut Regelwerk nur erlaubt, 3 Folgen vorzuproduzieren und deshalb werden auch ebenfalls seine Koordinaten veröffentlicht. Zum guten Schluss, denn es ist nicht so viel passiert, aber es war relativ spannend, gab es noch eine Info von den Buddies Zockt. Denn die Buddies Zockt haben erstmal wieder einige Fallen aufgebaut und in eine Falle, die haben sie quasi selbst ausgelöst, ja, haben aber überlebt. Aber man weiß wohl, dass Benny von die Buddies Zockt wohl tot ist. Das wird zumindest gemunkelt, das ist noch nicht offiziell bestätigt, das werden wir dann spätestens in der Folge von denen sehen. Allerdings gab es da wohl eine Anspielung von Basti und da soll wohl Benny tot sein. Ob das wirklich der Fall ist, werdet ihr dann noch erfahren, deswegen wird er momentan in der Statistik noch nicht ausgetragen. Das soll es aber schon wieder gewesen sein mit den Varo News von Tag Nummer 11. Es war ein relativ unspektakulärer Tag, wo aber direkt 2 Strikes quasi geschehen sind und ja, ein Tod. Und deswegen auf jeden Fall eine News wert. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder am nächsten Tag, morgen dann. Und bis dahin viel Spaß und ciao.